Auf der Karte steht Augustin Rousseau, Inspekteur de Police. Er wohnt südlich des Friedhofs von Montparnasse. Eine Pariser Tageszeitung. Eine von der Sorte, die ihren Inhalt mit Sex, Skandalen und Sportergebnissen bestreitet. Hey, Sie da! Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Oui. So ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Haben Sie den alten Mann erkannt? Non. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard. Was soll das heißen? Ist er tot? Ja. Oh Mist. Jetzt tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern. Zu schlechten meistens. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho, die Typen sind witzig, ey. Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nichts und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn's anders wäre. Was ist in dem Werkzeugkasten? Was ist in dem Werkzeugkasten? Als ob Sie das nicht wüssten. Was ist an Werkzeugen überhaupt so interessant, eh? Sie sind cool. Werkzeug bedeutet Zivilisation. Was Sie nicht sagen. Das stimmt. Es sind die Werkzeuge, durch die wir uns vom Tier unterscheiden. Wen nennen Sie hier ein Tier? Ihre Sorte kenne ich. Schauen hochnäsig auf mich runter, nur weil ich zur arbeitenden Klasse gehöre. Ich würde Ihnen liebend gerne eine reinsemmeln. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pft, die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel. Bedien dich. Ich finde genau das, was ich brauche. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann.
Der Deckel ist zu schwer und unhandlich, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel aufbekäme. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Das aufgeweichte Tuch aus dem Rinnstein. Das ist ein Stofffetzen, den ich im Rinnstein gefunden habe. Hallo. Bleib genau da stehen. Du Kanalratte. Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Was gibt es da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher! So wie Sie. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie Sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Bravo! Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel. In den Tretern werden Sie nicht weit kommen. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt! Oder muss ich die Polizei rufen?
Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Die habe ich noch nie im Leben gesehen. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt, ne, Sympa? Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle Ihnen überhaupt nichts. Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Genau, wie ich's mir gedacht habe. Sie hatten irgendwelche schmutzigen Geschäfte vor, da unten in der Kanalisation. Stimmt's? Wenn ich ausgerutscht wäre, hätte ich die schmutzigen Geschäfte der Pariser Bevölkerung näher kennengelernt, aber sonst nein. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Rousseau? Was heißt das hier? Mort dezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Dann bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur.
Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor, 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die Ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Also ist der Clown über die Kanalisation abgehauen, auf dem Vorplatz wieder aufgetaucht und dann hier in die Straße geschlüpft. Es ist nicht viel, aber immerhin mehr als die Bullen haben. Hallo? Wer spricht da? Hallo, ich heiße George Stobbart. Sie kennen mich nicht. Stimmt genau, Mr. Stobbart. Ich kenne Sie nicht. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden? Nein, nein, das ist völlig ausgeschlossen. Okay, vergessen Sie es. Alles, was ich brauche, ist ein Name. Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie? Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei. Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten. Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's? Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Nur weiter, ich lausche. Kennen Sie einen Mann namens Plantard? Nein, noch nie von ihm gehört. Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einer Plantard gehört habe. Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen. Sie haben den Welpen vergessen. Was? Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet. Vielleicht hatte er gar keinen Hund. Was denken Sie? Ich kenne keinen Plantard und ich habe noch nie von einem Plantard gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun. Was wissen Sie über den Clown, der die Bombe im Café de la Chandelle Verte gelegt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Sie sind eiskalt, was, Todrick? Aber ich glaube, Sie wissen mehr, als Sie verraten. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin mir sicher, dass Sie nicht wissen, wovon Sie da reden. Ach, das ist doch lächerlich. Hören Sie auf, Spielchen mit mir zu spielen, Todrick. Und ich sage Ihnen, ich weiß nichts von irgendeinem Clown. Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick.
Hallo, Nicole Collard? Hallo, hier spricht George. Ah, oui. Du hast gesagt, ich soll anrufen, wenn ich helfen könnte. Hast du etwas Neues für mich? Worauf du dich verlassen kannst. Ich habe einen Zeugen gefunden, der mit dem Clown gesprochen hat. Und ich weiß, woher der Mörder seine Anzüge bekommt. Kein Quatsch. Ich bin beeindruckt. Ja, hab ich's geschafft. War ja nicht einfach. Hör mal, hast du keine Lust, zu mir rüberzukommen, heute Nachmittag? Gerne. Wo wohnst du? Rue Jarrie Nummer 361. Okay, bin gleich drüben. Ich bin es gewöhnt, alleine zu arbeiten. Aber ich muss zugeben, es fühlt sich gut an, dass George auch in diesem Fall ermittelt. Trotzdem gibt es Dinge, die ich allein tun muss. Und zwar schnell. Ich brauche die Antworten auf ein paar Fragen. Wer ist der Kostümmörder? Und warum hat er Carchon umgebracht? Warum hat Carchon mich gebeten, ihn zu interviewen? Woher kannte er meinen Vater? Und wovor hat mein Redakteur solche Angst? Hier wird im Geheimen ein Krieg geführt. Aber wer steht auf welcher Seite? Nur eines weiß ich sicher. Ich werde die Antworten nicht dadurch finden, dass ich an meinem Schreibtisch sitze. Mir fällt niemand ein, den ich anrufen müsste. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das erste Bild, das ich je gemacht habe. Mit der ersten Kamera, die er mir je gekauft hat. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Der Elefant auf dem Deckel ist das perfekte Gegenstück zu dem auf Carchons Kästchen. Die Schatulle ist eine der... Der Elefant auf dem Deckel... Das ist der schöne Elefant, den mein Vater geschnitzt hat. Mein erster Teddy. Ich hatte nie einen Freund, der mir so treu war wie er.